Und damit seid ihr gewusst, neben zwei genommen Hobbits und Englern zwei neuen Part. Pokémon Let's Go Evoli mit dem zweiten Fürst. Hier wurde eine Warnung hingekritzelt. Pokémon sollten von den Lüftungsschächen ferngehalten werden, da sie sonst Gefahr laufen, die Wände hochzuklettern. Ja. Okay. Suche die Umgebung ab. Okay. Vielleicht gibt es ja irgendwo etwas, auf das du steigen kannst. Stuhl? Diesen Stuhl könntest du dich stellen. Ah, okay, verstehe. Die Lösung gefunden. Und hopp, hoch da. Evoli im Lüftungsschacht. Ergattere mit Hilfe des Partners den Schlüssel, den der Rüpel weggeworfen hat. Okay, jetzt können wir Evoli steuern. Cool. Nice, jetzt können wir Evoli steuern. Nice. Dann laufe ich jetzt hier mit Evoli durch die Lüftungsgitter. Hier raus. Nice. Dann werden wir draußen. Okay. So, hier rüber. Achso, hier in der Mitte. Puh. Okay, können wir nicht. Oder was? Da müssen wir aber lang. Ah, ja, nice. Okay, geht doch. Evoli geschafft. Da haben wir ihn. Der Blacky schnappt sich den Aufzugsschlüssel. Oha, wir wurden entdeckt. Sag mal, hast du das eben auch gehört? Ja, das war ein merkwürdiges Geräusch. Hat sich hier etwa jemand reingeschlichen? Uff, falscher Alarm. Das war doch wohl nur Mauzis Magen. Jag uns nie wieder so ein Schrecken ein, Mauzi. Okay, schnell weg hier. Können wir hier runterspringen? Oder? Ja, so geht's am schnellsten. Blackie-Kerze zu dir zurück. Blackie gibt den Aufzugschlüssel. Das Item im Beutel verstaut. Okay. Hinauf. Wir wissen, wo der Fahrstuhl ist. Hin geht's zum Fahrstuhl. Jo, so sieht's aus. Na denn. Hier war er, glaube ich, oder? Nein, hier ist eine Sackgasse. Aber warte, hier gibt's was zu sehen. Das hier, Pokéwelle. Kann ich nicht angehen. Tja. Ja, hier links, oder? Ja, so wäre es aufgegangen. Wenn man einfach durchgang steht, oder? Wäre auch eine Lösung des Problems. Kommt man hier lang? Ach nee, dann kommt man nur hier wieder. Ja, verwirrte Zeit. Und dann hier links. Okay. So war dann, glaube ich, der Fall hier. War einfach nur hoch müssen. Ja, dann wären wir hier. Nein! Nein! Verdammt! Nicht da lang. Na komm, da hoch. So, da müssen wir lang. Nein, was denn? Ein Fehltritt. Nein! Kacke. Ach Mensch. Mensch, Pokémon. Ja, was denn? Controller. Mensch, Controller. Und was denn? Das ist doch kacke. Nein! Verdammt. Ich bin so ein Mann.
Hoffentlich strich dich, ja, hier. Der Fahrstuhlschlüssel, den haben wir. Rein da. Ich würde mal sagen, viertes Untergeschoss. Versuchen wir es mal durch. Das könnte passen. Haut hin. Okay, was haben wir hier? Ein Item. Items haben wir hier zu Genüge. Ein Elixier. Ja, was auch immer. Medizintasche. So. Oh, Hallöchen, Popöchen. Die kennen wir doch. Du bist doch die Knirpsin vom Mondberg. Was hast du hier verloren? Ich will Dragosso retten, ich will Mitglied vom Team Rocket werden. Haben wir hier die Wahl oder was? Ich will Mitglied vom Team Rocket werden. Moment, du willst bei uns mitmachen? Das ließe sich vielleicht engagieren. Wenn ich dämlich genug wäre, um dir dieses kindische Täuschungsversuch abzukaufen. Wenn du glaubst, wir lassen dich zum Boss durch, hast du dich ziemlich geschnitten. Wir haben die Sache mit dem Fossil am Mondberg nicht vergessen. Und dafür werden wir uns jetzt mal revanchieren. Ach, schade. Aber cool, dass du hier schon mal die Auswahlmöglichkeit lassen. Ich will Team Rocket beitreten können. Ich will auch diese Option haben, es falsch zu machen. Das war aber schon mal ein guter, das war schon mal ein guter Anfang. Ein Schritt in die richtige Richtung. Konfusion auf Arbok. Ja, Anton und na gut. Ich gebe mein Bestes. Natürlich Schaufler aufs Mokmok, das wird recht wenig bringen, aber na gut. Ich wollte gerade sagen, Flix ist sowieso gleich besiegt. Na dann, Blackie ist besiegt, ach du Schande. Da wollen wir gegen den Boss ankämpfen. Und mit diesem Team, da müssen wir wohl noch ein paar Leben einsetzen. Alpha. Na komm, Konfusion auf Rettern. Na komm. Hau rein. Oh, Smogmog hat tatsächlich was gemacht. Hätte ich nicht gedacht, dass Schaufel da was bringt. Diktri ist paralysiert. Diktri. Alpha! Nein, nicht Alpha. Verdammt. So, dann wohl Kit. Komm du ins Team, ich meine, komm du in den Kampf. So. Und dann wohl Flügelschlag, wie es aussieht, auf ihm. Und Schaufler auf Arbok. Komm, Jesse und James, die kriegen wir doch wohl noch besiegt. Ja, komm. Ja, von mir aus. So, Arbok greift an. Diktri ist schon ziemlich geschwächt. Auweia. Na komm, verbuddel dich, Diktri. Runter mit dir heute die Erde. Du musst das aushalten. Du kriegst das hin. Und du besiegst die Gegner. Na komm. Kid ist auch stark. Der kriegt das noch ein bisschen hin. Flügelschlag auf Arbok. Na komm. Hau rein. Hau rinne. Gift-Tieb. Zack. Okay, das ist nicht gut. Das bringt nicht viel. So ein Mist. Kid besiegt. Unser letztes Pokémon. Kann nicht angreifen. Was zum Hilfe. Ja gut, das wird hier eine schlechte Situation. Gegen Team Rocket verloren. Alles klar. Ich frage mich, was im ersten OG ist. Naja, hier ist auf jeden Fall der Kampf gegen Jesse und James. Du bist doch die Knirpsin vom Mondberg. Was hast du hier verloren? Diesmal sage ich mal, ich will Dragosso retten. Einfach mal versuchen. Was? Du bist nur wegen diesem Dragosso hier? Tja.
Dann kommst du zu spät. Das haben wir schon längst dem Boss übergeben. Ätsch. Du glaubst, wir lassen dich zum Boss durch. Hast du dich gewaltig geschnitten? Und wir haben die Sache mit dem Fossil am Mondberg nicht vergessen. Und dafür werden wir uns jetzt erstmal revanchieren. Ah, okay, verstehe. Nicht viel Alternativen. Also du kannst natürlich entscheiden, aber läuft auf dasselbe hinaus. Vielleicht eine klein bisschen andere Textbox. Los, Pepe und Blacky. Ja, komm, das kriegen wir hin. Blacky ist am Start. Blacky ist wieder geheilt. Rankenhieb? Nein, warte. Schlafpuder ist besser. Schlafpuder auf. Arbok. Überkreuzkampf. Und Flackerband auf Smogmog. Dann haben wir das gleich. Flackerband. Zack. Smogmog. Naja, da hätte ich mir ein bisschen besser vorgestellt. Ja. Ist mir die Luft ausgegangen. Pepe. Nein. Wir brauchen Diktri. Thomas Gottschalk. Komm in den Kampf. So, unser Thomas Gottschalk. Mit den blonden Haaren. Na komm. So. Dann mal Schaufler auf Arbok. Und ja, vielleicht Sternschauer auf Smogmog. Nee, auf beide. Oh, sehr gut. Ich wollte gerade sagen, bringt hoffentlich was. Naja. Geht so. Es geht. Okay, Blake halt durch. Wir werden doch wohl Jesse und James noch hinkriegen. Wir werden die wohl noch besiegen. Ich will nicht gleich ein zweites essen müssen. Zweites Jelly Bean. Ein Bedbird Spoon natürlich. Da kann man auch was Schlechtes erwischen. Da gibt es sehr schlechte Versionen von. Arbok besiegt. Sehr gut. Da war es noch einer, den wir fertig kriegen müssen. Den Smogmog. Diktri war gut. Weiter gekämpft. Blacky ist vergiftet. Na komm, halte durch. Halte durch, Evoli. Na komm. Spam hier schon den Knopf. Schaufler auf. Ja, Smogmog wahrscheinlich. Und du. Risikodecke. Ja, wir haben nichts mehr zu verlieren. Komm, Risikodecke. Und zack. Jo, das war erfolgreich. Nice. Ein bisschen Schaden für Blacky. Können wir gleich wieder heilen. Geschafft. Blacky errechnen wir 31. Nice. Rechte Hand wirst du erlernen. Nee, lass mal. Ich kenne die Attacke. Ein paar Erfahrungspunkte für das Team. Team Rocket besiegt. Immer diese Knirpse, die einen mit einem Stich die Rechnung. Was? Immer diese Knirpse, die einem einen Strich durch die Rechnung machen. Dabei hatte ich diesmal so ein gutes Gefühl. Du gewinnst 3072 Pokémon-Dollar und gehst siegreich aus dem Kampf gegen Jesse und James hervor. Na dann. Pa! Dann bildst dir bloß nichts ein, nur weil deine Pokémon ein klitzklein bisschen stärker sind. Genau, schließlich sind wir hier die Erwachsenen. Wenn du diese Rotznase... Wenn diese Rotznase sich nicht von unseren Pokémon aufhalten lässt, müssen wir uns eben selbst drum kümmern. Jawolli! Was? Das war wieder ein Schuss in den Ofen. Da hauen sie ab. Und ich heile mal kurz mein Team. Im Beutel habe ich bestimmt einiges. Im Blacky spielen ist auch nicht schlecht. Aber ja, hier in den Beutel. Dann war was in der Medizintasche. Na komm. Beleber. Ja, verschwenden wir einen auf Pepe. Haben wir genug. So, und ein paar Tränke. Supertrank, Hypertrank. Ja, Hypertränke haben wir hier. Noch drei. Supertrank haben wir genügend. Zack. Blacky geheilt. Und Pepe. Nice. Und jetzt vielleicht noch ein Entgifter. Ein Gegengift hier. Auf Blacky. Yep. Nice. So.
ist das Team wieder angriffsbereit. Kurz mal zwischenspeichern, wie es sein muss. Nach jedem erfolgreichen Kampf. Und rein geht's zum Boss von Tiz. Alles klar, da ist das Tragosso. Dieses Silph-Scalp hat all meine Zweifel ausgeräumt. Ich kann jetzt voller Überzeugung sagen, dass die Silph's Company über das technische Know-how verfügt, um unsere Pläne Realität werden zu lassen. Dieses Gerät macht also unsichtbare Dinge sichtbar. Wählerhaft ein Kinderspielzeug, aber nichtsdestotrotz. Ich bin bereit, mich auf deine Idee einzulassen. Du kannst mit den Vorbereitungen für die Übernahme von Silph's Company beginnen, Atlas. Jawohl. Hier kommst du nicht vorbei. An mir kommst du nicht vorbei. Stehen geblieben. Oh, was haben wir denn hier? Ein Kind? Ich habe keine Ahnung, wie du hierher reingekommen bist. Dass du uns umdrehen noch dreist belauscht hast, lasse ich dir nicht so einfach durchgehen. Ich bin Atlas, ein Mitglied im Vorstand von Team Rocket. Und im Kampf nehme ich keine Rücksicht, auch nicht auf Kinder. Kampf gegen Atlas. Alles klar. Auf geht's. Rocket-Vorstand Atlas fordert dich raus. So sieht's aus. Smogmog. Zwei Pokémon hat's. Sehr gut. Pepe wird als erst eingesetzt. Naja, den müssen wir auch mal weiter hintersetzen. Dann versuch's mal mit Kopfnuss. Insofern du es durchhältst. Flammenwurf. Warum kann Smogmog Flammenwurf? Zum Geier. Was zum Henker? Naja, Blacky, du bist dran. Los, Evoli. Na komm. Kämpfe. Mit Doppelkick. Vielleicht bringt's was. Zack. Okay, ja, das bringt eher weniger. Aber gut. Wir haben hier noch andere Attacken. Oh wei. Evoli schon wieder vergiftet. Verdammt. Die Attacke war nicht schlecht. Flackerband. Kann das hilfreich sein? Ja gut, die Verbrennung ist hilfreich, aber Kaukakas, Mokmok ist schon ordentlich. Jetzt wird's brenzlig. Nein, Vergiftung. Kaki, die hat schon starke Pokémon, das ist, ja, eigentlich klar. Ein Tränkchen bräuchte ich mal. Ein Supertränkchen. Ich glaube, das wird nicht reichen. Wir nehmen den letzten Hypertrank. Top-Belebung bräuchten wir jetzt eigentlich hier. Wie ist das nochmal? Habe ich schon lange nicht mehr benutzt. Top-Genesung bräuchten wir. Genau so heißt das. Was auch die Vergiftung wegnimmt und so weiter. Oh wei. Ein harter Gegner, dieser Smogmog. Ja, Sternschauer, versuchen wir es mal damit. Risikodecke war eigentlich ganz gut, versuchen wir zum Schluss. Ja, alles klar. Hilfe. Blacky wurde besiegt, oh Mann. Ja, dann würde ich mal sagen, Diktri und die anderen nutze ich dann, um Evoli wieder zum Leben. So die Taktik. Na komm, streng dich an die Tri. Kämpfe. So. Und Schaufler. Aufs Magmok. Unter die Erde mit dir. Pferde gräbt sich. Na komm. Das Magmok brennt. Hervorragend. Komm wieder hoch. Zack. Nice. Das Magmok besiegt. Dann das nächste bitte. Der nächste Patient bitte ins Arztzimmer. Ihr werdet hier behandelt. Ja, bei mir werdet ihr geholfen. Dr. Diktri zur Stelle. Dr. Zwergi im Pokémon-Kampf.
Bei mir werdet ihr geholfen. Ich helfe euch gleich. So sieht's aus, Team Rocket. Hat keine Wirkung. Ja, stimmt. Ja gut, das hätte klar sein sollen. Kratz probier, versuch's zumindest. Den Versuch ist es wert. Ja, immerhin. Uneffektiv ist es nicht. Dietrich hat sein Bestes gegeben. Besiegt. Okay, na dann. Halte durch, Flix. Du bist dann. Du musst mal standhalten für Evoli. Nein, keine Kratzfurie ansetzen. Obwohl das effektiv war, aber bei dir wahrscheinlich eher nicht. Beleber, auf. Blackie. Auch wenn Dietrich vielleicht hier auch eine gute Sache wäre. Nein, nicht bei Gölbart. Deshalb erstmal Evoli wieder beleben. Oh! Flix hat es durchgehalten. Das habe ich nicht erwartet. Das ist umso besser für mich. Dann kann ich einen Supertrank einsetzen auf Blackie. Na komm, Supertrank. Blackie ist wieder komplett belebt. Und Flix geht zu Boden. Endran besiegt. Das wird noch irgendwann als Entoron ziemlich stark sein. Also behalten wir es mal weiterhin im Team. Na komm, Blackie. Es muss nur trainiert werden. Das Team, dann wird's immer stärker. Versuchen wir es mal mit Flackerbrand. Na komm, Blackie. Mach's alle. Ich sagte, mach's alle. Gut. Okay, das hält es aus. Und dann Sternschauer. Na komm. Attacke. Fast besiegt. Es brennt, das Gilbert. Das ist gut. Nice. Noch ein bisschen. Na komm. Das kriegst du hin, Evoli. Sternschauer. Na komm. Zack. Mach's alle. Sehr gut. Dann haben wir Atlas besiegt. Der erste Erfolg gegen Team Rocket. Der erste wirkliche Erfolg. Was für eine Demütigung. Du holst 3300 Pokémon und dann gehst siegreich aus dem Kampf gegen Atlas hervor. Okay. Vergib mir, großer Giovanni. Und irgendwas. Irgendwas dazu. Okay, jetzt müssen wir gegen ihn kämpfen. Ich heile mal kurz mein Pokémon-Team, wenn es recht ist. Vor dem großen Kampf gegen Giovanni. Einen Supertrank auf Blackie. Dann, wenn es recht ist, einen Beleber. Auf den 8 haben wir noch. Können wir einsetzen. Dietrich ist ganz wichtig und die anderen brauchen wir zumindest um als Wiederbelebungsmaßnahme. Solange wir was haben, können wir es einsetzen. Und wir kriegen ja jetzt hier Geld bei den Kämpfen. Ups, haben wir es jetzt verschwendet. Ja gut. Verschwenderisch sollte man dann doch nicht sein. So, Dietrich, ganz wichtig. Und Flix. Und dann können wir die mal gleich tauschen. Können wir mal bei Pokémon reingehen. Und Pepe mal zur Seite schieben. Bewegen. Mit Dietrich tauschen. Ja, warum nicht? Also kurz speichern. Ist ein Muss. So, und du bist dran. Ich bin beeindruckt. Es ist dir tatsächlich gelungen, Atlas zu bezwingen. Du hast es weit gebracht. Team Rocket ist eine Organisation, für die der finanzielle Profit an oberer Stelle steht. Pokémon, sie sind für uns nichts weiter als ein Mittel zum Zweck. Werkzeuge, mit denen wir unsere dunklen Machenschaften in die Tat umsetzen. Und ich, Giovanni, bin der Kopf dieser Organisation. Tragosso. Wie bitte? Du willst, dass ich diese Tragosso hier freilasse? Tra, tra, tra! Das ist alles. Dafür schleichst du dich in unser Versteck ein und bringst dich selbst in Gefahr.
Scheint so, als hätten wir es mit einer ganz besonderen Unruhestifterin zu tun. Und doch bist du nur ein Kind. Du wirst es bitter bereuen, dich gegen mich aufgelehnt zu haben. Oh. Das klang schon fast nach Aufgeben. Na, nicht nach Aufgeben, aber als ob er uns einfach ziehen lässt und uns das Taurus mitgibt. Ist ja nicht so viel wert. Snobbly Cat. Und Dietrich. Na gut, geben wir noch einmal unser Bestes. Besiegen wir den Giovanni. Schaufler, los Dietrich, gib dein Bestes. Hau rinne. Ist zurückgeschreckt, was? Zurückschrecken gibt's hier nicht, na komm. Verbuddle dich. Ah, verdammt. Oh oh, kritisch. Dietrich ist schwer verletzt. Und Schaufler, lass es wirken. Nice. Okay, die Hälfte schon besiegt. Ein Trank vielleicht, ein Trank, das wäre nicht schlecht. Ein super Trank auf Dietrich. Wir können die Mittel nutzen, die wir haben. Nice. Okidoki. Puha. Na komm, na komm, na komm. So, Angriff. Schaufler. Verbuddel dich, bevor es dich zerkratzt. Na komm, Schaufler. Das kriegen wir doch wohl hin. Das Nobody Card. Na komm. Schaufler. Zack. Okay, fast besiegt. Ja. Und dann war dann schon die Hälfte. Ein schneller Supertrank. Nutzen wir's. Supertrank. So kann das weitergehen. So, zack, wieder geheilt und Schlitzer. Jetzt durch. Verbuddel dich. Schaufler, na komm. Jetzt durch. Und runter mit dir, unter die Erde. Zack. Dietrich ist ein starkes Teammitglied mittlerweile. Das wird uns noch sehr hilfreich sein. Ja, gut, dass wir das Team genommen haben. Dass wir es getauscht haben, das Alola. Dietrich. Alpha reicht Level 21. Sehr gut. Rihorn. Da wird weiter gekämpft. Okay, das kriegen wir auch noch gerockt. Versteht ihr? Gerockt. Das Rihorn. Ja. Schlechte Wortwitze. Bei 2G im Let's Play. Ich muss gerade ein bisschen auf die Uhr gucken. Ja. Auwei, Dietrich besiegt. Das war ein heftiger Attacke. Ich überziehe den Part schon. Aber ja, wir müssen die Rocket besiegen. Giovanni wartet nicht auf den nächsten Part. Na komm, dann machen wir den noch platt. Flackerbrand, na komm, gib dein Bestes. Lass dich nicht von einem Rihorn besiegen. Ja, gut. Das hat jetzt eher weniger gebracht. Okay, das war auch nicht sehr effektiv. Verbrennung. Rihorn brennt. Dann nennen wir das Advent. Risikodeckel. Na komm, Attacke. Okay, das bringt ordentlich was. Und es schadet auch Blacky. Oh oh. Ja, die Attacken sind nicht sehr effektiv. Aber Risikodeckel ist halt eine risikoreiche Sache. Na komm, das kriegen wir doch klein. Das Rihorn. Den Stein kriegen wir gemahlen. Na komm. Risikotecke. Na komm, mach es platt. Hau es zusammen. Klöppel den Stein zusammen. Nur noch ein bisschen. Blacky. Schlagbohrer. Oha. Ich wollte gerade sagen, halte durch, aber... Gut. Verbrennung, vielleicht bringt es das was. Versuchen wir es mal. Pepe, einmal durchhalten. Vielleicht hält Pepe ja durch. Einen Zug. Ist schon fast besiegt. Vielleicht verbrennt er sich selbst. Oder der Rankenhieb tut's. Rihorn besiegt. War ja noch ein KP. Nice. Neues Level für Pepe.
Level 22. Giovanni besiegt. Was? Wie ist das nur möglich? Du gewinnst 5600 Pokémon-Dollar und gehst siegreich aus dem Kampf gegen Team Rocket-Chef Giovanni hervor. Sehr gut. Wer hätte gedacht, dass ich mich einmal von einem Kind besiegen lasse? Na schön, das Trauerzu gehört dir. Mach mit ihm, was du willst. Außerdem will ich, dass du das hier nimmst. Sieh es als eine Art Entschuldigung dafür an, dass ich dich nicht ernst genommen habe. Du hältst das Silph Scope von Giovanni. Du verstaust das Item im Beutel. Da wissen wir, was wir am nächsten Part machen. Nach Lavandia zurück und auf den Turm hoch. Du trainierst deine Pokémon offensichtlich mit sehr viel Liebe. Aber meine Ziele und Beweggründe könntest du nie verstehen. Ich werde mich fürs Erste zurückziehen. Aber ich hoffe, dass ich irgendwann noch einmal gegen dich kämpfen kann. Definitiv. Das werden wir auf jeden Fall. Grosso! Auf dem Weg nach Lavandia. Sehr gut. Mit Hilfe des Silph Scopes könntest du vielleicht herausfinden, was es mit den Gespenstern dort auf sich hat. Ach was. Hätte ich es nicht gedacht. Naja, dann würde ich mal sagen, ich setze mich jetzt hier auf den Thron des Team Rocket Boss. Kann ich gar nicht. Ich stelle mich hier mal hin und ich habe Team Rocket noch nicht besiegt, aber den Giovanni schon mal geschlagen. Ja, ich würde mal sagen, damit nach oben sollte ich dieser Part gefallen haben. Nächsten Part ab nach Lavandia. Ja, man sieht sich im nächsten Part. Haut rein, lasst ein Abo da, wenn ihr neu seid. Und den nächsten Part nicht verpassen wollt oder kein anderes Video auf meinem Kanal. Man sieht sich. Bis dahin. Ciao, ciao.